Hey Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Und in diesem Video zeige ich euch, wie ihr in einer Android-App einen Text stylen könnt, beziehungsweise wie ihr einzelne Abschnitte eines Textes stylen könnt. Das werde ich euch heute zeigen. Hier habe ich schon mal die App vorbereitet, die wir heute programmieren werden, damit ihr seht, was ich genau damit meine. Hier haben wir als erstes mal einen normalen Text und dann können wir einen bestimmten Abschnitt, zum Beispiel ein Wort oder auch einen längeren Abschnitt, dann zum Beispiel fett machen. Wir können ihn kursiv machen, also schräg. Oder wir können das Ganze auch noch unterstreichen oder wir können auch alles kombinieren miteinander. Außerdem können wir eine neue Zeile anfangen und einen Text mit weißer Schrift und schwarzem Hintergrund machen, beziehungsweise mit weißem Hintergrund und schwarzem Text, beziehungsweise wir können auch nur die Hintergründe oder auch nur die Textfarbe von schwarz zu weiß ändern. Ja, das wollte ich euch heute zeigen und dazu noch zwei weitere Features, und zwar hier haben wir einmal einen Link, das heißt, dass wir in einem Text so angeben können, dass alle Links automatisch so anklickbar gemacht werden. Das heißt, ihr müsst nichts mehr machen, die sind einfach automatisch anklickbar. Kann ich einmal hier drauf drücken und dann öffnet sich automatisch der Webbrowser mit dem entsprechenden Link, also meinem Kanal in diesem Fall. Und das zweite Feature, was ich auch noch euch zeigen werde, das ist, dass wir hier einen Text markieren können in einem ganz normalen Text. Das werde ich euch zeigen, wie ihr das markierbar machen könnt. Das finde ich ein sehr, sehr praktisches Feature auch für den Nutzer. Das heißt, ihr könnt hier den Text markieren lassen vom Nutzer, der kann dann eben entsprechend viel nehmen und der kann dann das hier auch kopieren und den Text woanders wieder einfügen. Und ja, finde ich eine sehr, sehr praktische Sache für den Nutzer. Das werde ich euch heute alles zeigen und dazu gehen wir natürlich wie immer in Android Studio. Hier in Android Studio löschen wir erstmal das Hello World hier raus, weil wir dieses nicht benötigen. Und dann holen wir uns mal einen Text-Tool natürlich. Ich würde mal sagen, wir holen uns einen Medium-Text-Tool, weil das eigentlich ganz gut ist. Und dann will ich euch als allererstes mal zeigen, wie ihr das machen könnt, dass Texte unterstrichen, kursiv oder fett sind. Oder das mit dem Schwarz-Weiß-Veränderung, das werde ich euch auch noch zeigen. Wenn ihr lieber an diesem Link hier oder an dem Markieren interessiert seid, da blende ich gerade Anmerkungen ein, damit ihr direkt dahin springen könnt. Jetzt aber erstmal dazu. Dafür brauchen wir natürlich erstmal einen Text für das Textview und den machen wir uns in einem String. Und in diesem String können wir uns auch alle möglichen Dinge festlegen. Das heißt, wie dann das sein soll mit dem Fett, Kursiv, etc. Und dafür hier einfach einen neuen String. Name mache ich einfach mal String Text, ist ja eigentlich auch total egal. Und dann machen wir den hier wieder zu und hier kommt dann endlich der Content des Strings rein. Hier will ich jetzt erstmal einen normalen Text haben, damit wir einen Vergleich haben, also normal. Und dann mache ich ein Komma, ich kann jetzt schon mal in die nächste Zeile gehen. Das ist eh total egal, weil das einfach ignoriert wird, wenn hier das in mehreren Zeilen ist. Dann als nächstes will ich einen fetten Text haben und wie mache ich das jetzt? Relativ einfach, nämlich ihr könnt fett, kursiv und unterstrichen ganz einfach mit den HTML-Tags machen. Wenn ihr schon mal ein HTML programmiert habt, dann wisst ihr vielleicht, wie diese Dinger aussehen. Ich bringe mir HTML auch gerade ein bisschen bei, deswegen weiß ich das. Ansonsten könnt ihr es auch einfach hier ganz schnell euch merken. Das ist auch nochmal unten in der Beschreibung, damit ihr euch das kopieren könnt. Und hier haben wir einfach die drei HTML-Tags. Hier einmal für fett, für schräg und für unterstrichen. Funktioniert einfach ganz einfach. Dass ihr einfach, wenn ihr einen Text fett haben wollt, dann macht ihr, machen wir hier ein bisschen Platz, einfach eine Krokodilsklammer auf und dann ein B wird uns hier sogar schon vorgeschlagen, macht das Ganze wieder zu und dann habt ihr das hier, dann habt ihr hier so einen End-Tag noch, der kommt dann am Ende von eurem Text hin, das heißt, dann wenn ihr das beenden wollt, quasi diese Fettschreibung, das heißt, ihr könnt den ganzen Text reinschreiben, der fett geschrieben werden soll. Zum Beispiel hier fetter Text, dann ist das alles fett geschrieben. Als nächstes zeige ich euch, wie ihr das Ganze dann kursiv machen könnt. Ich mache noch ein Komma. Dazu macht ihr dann ein I-Tag. I steht für italic, also kursiv. Macht das Ganze auch wieder zu und dann gleiches Prinzip hier auch alles hier reinschreiben. Kursiver Text. Ich mache dann hier mal wieder ein Komma und mache dann noch einen unterstrichenen Text. Und das geht mit U, also U, Underline, unterstrichen, logisch. Mache ich jetzt einfach noch unterstrichener Text. Jetzt haben wir schon mal diese drei Merkmale. Das kann ich jetzt hier mal kurz ausführen, beziehungsweise ich zeige euch noch, wie ihr eine neue Zeile anfangen könnt. Das geht einem nämlich auch ganz einfach. Dafür macht ihr einfach einen Falschrum-Schrägstrich sozusagen. Und macht dann ein N dahinter und das heißt dann New Line. Das habe ich ja auch nochmal in dieser Auflistung drin. Also das hier schreibt ihr einfach, um eine neue Zeile anzufangen und hier schreibt ihr jetzt den Text direkt dran. Da müsst ihr auch keine Leerzeichen machen, sondern ihr könnt dann einfach
direkt euren Text dahin schreiben. Jetzt hier kann ich zum Beispiel mal neue Zeile schreiben. Und dann wird das direkt da angezeigt. Wenn ihr jetzt einen neuen Absatz haben wollt, dann geht es ganz einfach, indem ihr zwei neue Zeilen einfügt. Das heißt, ihr macht einfach diesen Tag hier nochmal und dann habt ihr einen ganzen neuen Absatz, beziehungsweise einfach, dann geht es zwei Zeilen weiter. Das könnt ihr auch machen. Das hier, das wäre schon mal für kursiv, unterstrichen, fett und neue Zeile. Jetzt kann ich den ganzen Text noch dem Text so hinzufügen, sonst geht das natürlich alles nicht. Dafür machen wir einfach add string slash string text db, also wie wir das genannt haben. Jetzt kann ich das Ganze mal ausführen, damit wir sehen, was wir da gerade programmiert haben. Und dann sehen wir hier unser Resultat: normaler Text, fetter Text, kursiver Text, unterstrichener Text und hier haben wir noch eine neue Zeile. Hier wird jetzt automatisch eine neue Zeile angefangen, weil das Wort hier nicht mehr hingepasst hätte, aber ja. Auf jeden Fall, hier wird dann immer eine neue Zeile angefangen, egal wie viel Platz hier noch wäre. Jetzt zeige ich euch noch, wie ihr das mit dem Schwarz-Weiß-Hinterlegungs-Dingstens da machen könnt. Also dieses Zeug hier, das habe ich zufällig in einer Beispiel-App von Google gefunden, wie das geht. Und zwar macht ihr hier jetzt einen neuen Tag, und zwar mit Font. Das wird nicht in der Autokorrektur angezeigt, hier habe ich es auch schon mal als Beispiel, dann könnte ich da ein bisschen spiegeln. Macht ihr eben einen Font-Tag quasi und macht ihn auch wieder zu. Und hier macht ihr jetzt BG-Color. Müsst ihr so schreiben wie ich. Und das steht für Background-Color, also Hintergrundfarbe. Und leider ist es jetzt so, dass ihr da nicht jede Farbe reinschreiben könnt, sondern eben nur schwarz oder weiß. Ja, das finde ich auch ein bisschen traurig, dass die Entwickler das nicht weiterentwickelt haben, dass man da alle Farben einfach so einfügen könnte. Geht halt nicht, aber schwarz und weiß reicht ja auch manchmal einfach schon. Und zwar ist es einfach so, wenn ihr jetzt den Hintergrund jetzt schwarz haben wollt, dann schreibt ihr hier einfach gar nichts rein, sondern ihr lasst es einfach so. Und wenn ihr den Text dann vorne drauf weiß haben wollt, dann macht ihr noch einen zweiten Text, nämlich FG Color ist gleich. Und hier müsst ihr jetzt weiß eintragen mit dem HTML Farbcode. Und da reicht nicht der einfache, wo ihr dann einfach dreimal das F schreibt hinten in der Raute, sondern da müsst ihr wirklich den kompletten, also RGBA, also Rot, Grün, Blau und Alpha. Das heißt, ihr müsst hier 8-mal das A schreiben insgesamt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 A's. So müsst ihr das dann schreiben und dann habt ihr da einen schwarzen Hintergrund und eine weiße Farbe. Das Ganze geht natürlich auch nochmal umgekehrt. Ich kann ja auch nochmal eine neue Zeile anfangen. Dafür macht ihr dann einfach hier das gleiche nochmal. Vertauscht aber dieses Mal die Wörter, das heißt, da wo ihr jetzt einen weißen Hintergrund haben wollt, da macht ihr einfach hier dieses FFF-Dings rein und damit der Text schwarz ist, macht ihr einfach gar nichts rein. Wenn der Text jetzt unverändert sein soll, dann könnt ihr dieses Attribut auch weglassen, oder auch wenn ihr den Text nur einfärben wollt, aber den Hintergrund nicht, könnt ihr auch einfach das jeweilige Attribut weglassen. Hier müssen wir es nur noch hier in diese Klammern hier reinschreiben, was denn da für ein Text angezeigt werden soll. Hier mache ich jetzt einfach mal, das ist ja jetzt hier weißer Text auf schwarzem Hintergrund, also und hier genau umgekehrt, nämlich schwarzer Text auf weißem Hintergrund. Das werden wir jetzt mal kurz ausführen, um zu zeigen, dass das auch funktioniert, so wie ich das haben will. Und dann sehen wir hier schon, dass hier ideal funktioniert, das heißt, hier haben wir einen weißen Text auf schwarzem Hintergrund und hier genau umgekehrt. So geht das Ganze und jetzt will ich euch noch zeigen, wie ihr das Ganze machen könnt, dass wir wie hier in der Beispiel-App vorher einen Link einbinden können. Dazu brauchen wir einfach noch einen Link hier drinnen, den kann ich einfach mal kurz hier reinschreiben. Also den Link zu meinem Kanal zum Beispiel, ist aber eigentlich auch total egal. youtube.com/derandroidpro. Genau. Und dann haben wir einen Link hier drinnen. Und wie bekommen wir es jetzt, dass der auch als Link angezeigt wird? Das funktioniert noch nicht so. Wenn wir das jetzt ausführen würden, dann wäre einfach das hier als normaler Text, aber es wäre nicht anklickbar. Das Ganze geht übrigens auch mit E-Mail-Adressen und diversen anderen Dingen. Um das zu machen, da gehen wir einfach zu dem Text und machen hier Auto-Link oder Auto-Link. Ja, und hier können wir jetzt Auto-Link für diverse Dinge aktivieren. Also zum Beispiel für eine Web-URL, wie ich es jetzt habe, oder für eine Telefonnummer. Für nichts, dann kann man das Attribut eigentlich auch gleich weglassen. Für eine Kartenkoordinate, für eine E-Mail-Adresse oder für alles. Ich mache einfach mal für alles, also alles rein. Könnt ihr aber dementsprechend auch noch auswählen. Und dann wird hier automatisch der Link angezeigt. Ich führe es nochmal kurz aus, damit ihr seht, was ich meine.
So, hier haben wir es jetzt. Hier haben wir einen Link zu meinem Kanal. Ich drücke einfach mal drauf, zum Schauen, ob das Ganze funktioniert. Es wird geladen und ja, mein YouTube-Kanal wird hier angezeigt. 1229 Abonnenten, das klingt gut. Vielen Dank dafür. Und dann wollen wir als nächstes mal schauen, wie wir das mit dem Text markieren realisieren können. Und ihr seht schon, wenn ich das jetzt hier so festhalte, dann können wir da noch nichts markieren oder kopieren. Das geht auch ganz einfach, indem wir hier etwas einfügen. Und zwar schreiben wir hier ganz einfach ist selectable, beziehungsweise Text ist selectable, das meinte ich. Und hier können wir jetzt true oder false reinschreiben, je nachdem was wir haben wollen, natürlich true. Ansonsten würde das gar keinen Sinn ergeben. Wenn wir das jetzt wieder ausführen, dann müssten wir gleich das Richtige haben. So, jetzt ist die App ausgeführt, wir halten mal das hier fest und wir sehen schon, wir können das hier kopieren. Das kopiere ich einfach mal kurz und dann kann ich das auch woanders wieder einfügen, das ist kein Problem. Füge ich einfach mal hier kurz ein und dann sehen wir hier schon, hier haben wir den Text dann eingefügt. Jetzt als letztes will ich euch nur noch zeigen, dass wir das mit dem Fett, Kursiv und Unterstrichen nicht nur in einem String hier in der XML machen können, sondern ihr könnt das auch noch hier im Java-Code machen. Dafür mache ich einfach mal kurz etwas und zwar verknüpfe ich das Text-To mit dem Java-Code, ist ja logisch. Das kann ich einfach eigentlich auch direkt hier drin machen, weil es nur hier so kurz ist. Text-View-TV ist gleich. Importieren müssen wir es natürlich auch, das ist jetzt so eine Nebensache, deswegen erkläre ich jetzt eigentlich nicht viel, wie ich das Text so initialisiere. Find view by id r.id. TextView wird das wahrscheinlich sein, schätze ich mal, denn es ist eigentlich immer so. Jetzt geht es ans Interessante an dem Java-Code und zwar können wir einfach jetzt tv.setText und damit das jetzt hier funktioniert mit dem Fett gedruckt, mit dem Kursiv und so weiter, müssen wir jetzt hier schreiben HTML, weil es ja vom HTML ist, Punkt from HTML. Und hier drin könnt ihr jetzt eure HTML-Tags bold, underline und italic verwenden. Und das kann ich ja mal kurz demonstrieren. Also hier haben wir dann zum Beispiel einen italic-Text. Hier wird das leider nicht von der Autokorrektur vorgeschlagen, aber ich kann es ja mal selber machen. Und dann haben wir danach noch einen Bold-Text. Muss man natürlich auch fein sauberlich wieder zumachen. Und dann kann ich das Ganze mal ausführen und dann werden wir gleich sehen, dass das ebenso gut funktioniert. So, hier sehen wir es, wir haben hier einmal Italic und einmal Bold. Das heißt, das funktioniert auch im Code. Leider funktionieren die anderen Attribute mit neue Zeile. Und diese Schriftfarben-Zeugs da, nicht im Code, sondern das geht nur in den Strings, leider. Wenn ihr eine Möglichkeit findet, wie es geht, außer mit diesem Span-Ables, das wäre nämlich noch die weitere Stufe, damit könnt ihr es nur noch deutlich mehr ausbauen, aber es ist eben auch deutlich komplizierter. Wenn ihr eine einfache Möglichkeit findet, wie ihr das auch im Code machen könnt, dann schreibt es bitte in die Kommentare, da wäre ich dankbar für. Das war's mit diesem Video, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt alles verstanden. Wenn ja, dann könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben geben oder meinen Kanal abonnieren. Der Abo-Button ist direkt unter mir. Oder ihr schaut euch mein letztes Video an. In dem letzten Video, was hier oben ist, habe ich gezeigt, wie ihr einen Klingelton vom Handy ändern könnt per App, also programmatikalisch. Anderweitig könnt ihr mir auch gerne noch bei meinen Social-Media-Links da unten folgen. Vor allem bei Instagram, denn da bin ich am aktivsten, sonst Twitter und so natürlich auch gerne. Wenn ihr noch Fragen haben solltet, das heißt, wenn ihr etwas nicht verstanden habt oder sonst, dann könnt ihr mir die gerne in die Kommentare schreiben, ich antworte darauf auch. Und ihr könnt mir auch gerne konstruktive Kritik oder Vorschläge für die nächsten Videos in die Kommentare schreiben, da gehe ich auch gerne drauf ein und lese mir das alles durch. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video zu einem neuen Programmiertutorial. Ciao!